Ja, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute soll es um das Thema gehen: symbolische Adressierung und absolute Adressierung und gleichzeitig mit da drin das Thema globale Datenbausteine oder Allgemeindatenbausteine, weil wir bis jetzt in unserem Programm ja hauptsächlich nur mit Merkern gearbeitet haben. Wir haben zwar schon ein paar Datenbausteine angelegt, bezüglich hier unserer selbstgeschriebenen Funktion zum Beispiel, also ein FB, das war ja der entsprechende Baustein mit einem eigenen Gedächtnis, also deswegen hat er einen eigenen Datenbaustein, aber das waren immer Instanzdatenbausteine. Das heißt, Instanz, die gehören immer nur fest zu dieser Funktion hinzu. Das heißt, in diesem DB4 stecken nur Informationen drin, die sich innerhalb dieses Bausteins befinden. Dasselbe Spielchen hier auch bei unseren Zeiten zum Beispiel hier. Die brauchten ja auch jeweils immer einen eigenen Instanzdatenbaustein. Ja, auf die haben wir so gesehen intern erstmal auch keinen Zugriff. Die interessieren uns auch nicht weiter. Aber es gibt dann halt noch die globalen Datenbausteine. Weil es gibt ja im Prinzip zwei Möglichkeiten, Daten zu speichern. Wir haben entweder hier unseren Merkerspeicherbereich oder halt entsprechende Datenbausteine. Wie gesagt, die Instanzdatenbausteine, die sind immer nur für einzelne Funktionen da. Die bringen mir in meinem allgemeinen Programm nichts. Ich kann in DB4 hier nicht diesen Zählwert speichern oder hier unten so einen Merker drin speichern, wie ich das jetzt hier habe. Ja, warum speichern wir überhaupt? Klar, am Ende eines Zyklus, alles, was nicht irgendwo speziell gespeichert ist, vergisst die SPS wieder. Und alles, was ich gerne, ja, auch über einen Zyklus hinaus wissen möchte, muss ich mir irgendwo mir merken. Also entsprechend Merker oder Datenbausteine. Gut, da kommen jetzt so ein bisschen diese Begrifflichkeiten so ein bisschen durcheinander häufig. Und zwar symbolisch, Adressierung, absolut, lokal, global. So, das sind jetzt so diese vier Begrifflichkeiten, die jetzt so ein bisschen fallen. Und ich weiß, die für, wenn man es das erste Mal hört, dann relativ häufig durcheinander geworfen werden. Wir gucken uns das aber hier noch einmal ganz kurz an. Weil da kommen wir leider nicht drum herum. Es ist einfach so, dass globale Variablen sind diese, die ich hier im ganzen Programm verwenden kann, wie zum Beispiel diesen Merker, den kann ich hier in jedem Netzwerk überall aufrufen oder so einen Eingang oder einen Ausgang. Wohingegen dann zum Beispiel das, was in diesem FB2, also in unserem Zähler geschrieben wurde hier, wenn ich den aufrufe, das sind dann hier drin dieser Zwischenspeicher, diese Variable. Die hat jetzt hier auch keine weitere Adressierung oder irgendwie was. Das ist lokal, die befindet sich nur in diesem Baustein. Die darf ich jetzt zum Beispiel nicht einfach hier auf einmal irgendwo hinten dranhängen. Das funktioniert nicht. Das ist dann so ganz klar voneinander getrennt. Deswegen gibt es ja diese Schnittstelle. Ja, das ist erstmal so diese Unterscheidung nochmal, was ist lokal und global. Und jetzt kommt absolut und symbolische Adressierung. Und zwar, wir haben bis jetzt immer nur die absolute Adressierung benutzt. Und zwar ist es so, wie zum Beispiel hier bei unserem Merker. Beim Merker Doppelwort 12, da weiß ich, das ist in meinem Merkerspeicherbereich ganz genau dieser Platz, ja, genau dieser Speicherbereich, das Merker Doppelwort 12, das umfasst also die Bytes, Merker Bytes 12, 13, 14 und 15, also entsprechend 4 Bytes. Ne? Und da weiß ich ganz genau, dass diese 4 Bytes mit dieser Adressierung eben zu diesem Zählwert neu gehören, zu dieser Variable und davon sozusagen gebraucht werden, um diesen Realwert zu speichern. Das heißt also, das ist so etwas, was fest und absolut ist, also nicht veränderbar. Ne? Das ist so diese Begrifflichkeit. Jetzt kommen wir dazu symbolische Adressierung. Symbolische Adressierung ist jetzt so, im Prinzip sagen wir ja hier auch schon, wir geben dem Ganzen Namen, aber die symbolische Adressierung verzichtet jetzt komplett auf diese Adressangabe. Ja, mein I0.3, das ist auch absolut, das ist immer der I0.3, genau wie bei einem Ausgang. Aber so ein Merker hier auch entsprechend, das geht dann halt auch entsprechend ohne. Ja, und warum machen wir das Ganze? Im Prinzip ist es so, die neuen Steuerungen jetzt, die S7200 und 1500, bieten halt so ein paar Vorteile. Und das ist dann dabei zum Beispiel eben diese symbolische Adressierung und das, was der Vorteil jetzt davon ist und warum wir auf diese ganzen Geschichten hier verzichten können oder was der Vorteil davon, was das mit sich bringt, das gucken wir uns hier einmal in dem Handbuch an oder besser gesagt in diesem Programmierleitfaden. Ein sehr, sehr hilfreiches Dokument, weil man dort, wie gesagt, sehr, sehr viele Hintergrundinformationen kriegt, auch nützliche Tipps. Und die beschreiben hier gerade zu den neuen Steuerungen so deren groben oder nicht im groben, sondern auch sehr im Detail deren Vorteile. Das ist nämlich auf Seite 11. Optimierte Bausteine. Da sehen wir das Ganze hier nochmal ein bisschen, ja, schön grafisch dargestellt. Und zwar, wir sind hier aktuell in so einem normalen Programm in unserer absoluten Adressierung. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel, dass ich jetzt hier oben mein, ja, Merker
Byte 0 habe und dann ist das das Byte 0 und dann sind das hier meine 8 Bits und dann sehe ich zum Beispiel, wenn ich von meinem Merker, wenn ich jetzt hier nur den Merker 0.0 benutze und sonst keinen mehr von der 0. Also aus dem Merker Byte 0, dann ist dieser Platz hier sozusagen zwar vorhanden auf meinem Speicher, aber ich kann ihn nicht weiter belegen, wenn ich die einzelnen Bits nicht verwende. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht hingehen und sagen, hier wurde jetzt zum Beispiel ein Byte angelegt oder hier ein Wort, ne, vielleicht eine Int-Variable zu speichern. Ich kann die jetzt hier nicht einfach hinten so dranlegen. Ich kann nicht sagen, ich möchte das Bit schon benutzen hier, um mein Wort zu speichern. Nee, weil das gehört nämlich einfach dann starr und fest zum Merker Byte 0. Wobei hingegen dann hier entsprechend zum Beispiel bei diesem Wort die Merker Bytes 4 und 5 belegt sind. Und da ist dann auch mal so ein bisschen die Problematik dabei ja gewesen in unserer Variablen-Tabelle. Wir mussten ja zum Beispiel bei der absoluten Adressierung immer darauf achten, dass wir das nicht überschneiden. Ja, wenn ich jetzt sehe hier, MD12, meine Real-Variable, umfasst jetzt ja, wie schon gesagt, die Bytes 12, 13, 14, 15. Das nächste frei ist also 16. Darauf müssten wir immer achten. Weil es ist ja so, wenn ich jetzt hier sage 14, ich gebe das einfach mal ein von der Int-Variable, das Tierportal meckert ja nicht. Da müssen wir aufpassen, dass wir hier nichts überschneiden. Das würde jetzt nämlich nicht mehr funktionieren. Ich hätte jetzt in beiden Variablen letztendlich nur noch Mist drin stehen, also nicht mehr die Zahlen, die ich gern hätte. Warum? Weil ich diesen Speicherbereich eben genau das hier, weil sich das hier, wenn wir die jetzt direkt aneinander legen würden, sich das Ganze hier einfach überschneidet. Ich schreibe hier ein paar Bits entsprechend hier für diese Int-Variable, die eigentlich für meine Real-Variable gebraucht werden. Und somit kann das nicht mehr funktionieren. Das kann uns jetzt bei der symbolischen Adressierung nicht mehr passieren, weil wir diese Adressangabe nicht mehr machen. Wir überlassen jetzt sozusagen der CPU selber, wo sie diese einzelnen Sachen dann wirklich speichert. Ne? Also diese absolute Adresse, wir kennen den richtigen Speicherbereich nicht mehr. Und das sehen wir dann hier im optimierten Baustein. Wir sehen, da wird das Ganze dann von der CPU fein säuberlich zusammengepackt. Das hat dann erstens den Vorteil für die CPU selber, dass sie deutlich schneller auf diese Daten zugreifen kann. Das heißt, ich reduziere damit meine entsprechende Datenverarbeitungszeit. Ich reduziere meinen Speicherplatzbedarf und ich muss mir selber nicht mehr Gedanken machen um dieses Adressierschema. Man sieht das hier unten auch nochmal kurz. Ja, bei den optimierten Bausteinen, die das jetzt so bieten, ist halt nur dieser symbolische Zugriff möglich und es gibt hier entsprechend keine Datenlücken mehr. Ne? Das ist so der Grund, warum ich das jetzt sage, nutzt wirklich in euren Programmen keine Merker mehr, nutzt wirklich nur noch diese optimierten Bausteine mit dieser mit dieser symbolischen Adressierung. Man sieht das hier auch nochmal hier in dem Dokument und zwar hier ganz unten wichtigsten Hinweise oder die wichtigsten Empfehlungen. Da springen wir mal ganz kurz hin und sagt, da sagen sie, okay, benutzt hier optimierte Bausteine. Ja, haben wir gerade gelesen. Und hier unten steht es auch nochmal, keine Merker, sondern nur noch globale Datenbausteine. Und das machen wir nämlich jetzt auch. Wir gehen jetzt hin und sagen, klar, wir brauchen jetzt ja einen neuen Speicherbereich. Der Merkerbereich ist nur absolut. Ne, daran kann ich nichts ändern. Das ist aus alten Zeiten noch sozusagen. Deswegen interessiert uns eigentlich jetzt für neuere Projekte eigentlich dieser Merkerspeicherbereich überhaupt nicht mehr. Also ich, wie gesagt, benutze auch keinerlei Merker mehr in meinen Projekten. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal noch irgendwo einen Merker geschrieben habe. So gut wie gar nicht mehr. Also gehen wir jetzt hin und brauchen einen neuen Speicherbereich. Sagen jetzt hier einen Datenbaustein. Den nennen wir jetzt einfach nur Daten. Und ganz wichtig, hier sehen wir, das Ding ist ein globaler Datenbaustein. Und damit sind wir wieder bei dem Begriff global. Das bedeutet, meine Merker waren ja hier global und die Variablen, die ich jetzt hier anlege, sind auch global. Das heißt, ich kann sie hier überall ganz normal in meinem Projekt verwenden. Und das tun wir jetzt auch. Wir gehen nämlich jetzt hin und ersetzen diese einfach und sehen sie einfach mal Zählwert, sagen real. Und Zählwert, wir haben hier dann Convert Int, das ist dann Int. Und wie ihr schon seht, ich kann das hier einfach wegtippen. Ich muss mir hier nirgends irgendwelche Adressen eingeben oder darauf achten, wie gesagt, was ist gerade noch frei oder Stopp, Zähler, Bool. Also ich kann hier mit den Datentypen alles hintereinander so wegschreiben und muss hier, wie gesagt, auf nichts weiter aufpassen. Okay, wie verwende ich das Ganze dann in meinem Projekt, wenn ich das jetzt ersetzen möchte? Ich gehe einfach hier drauf, sage, mein Datenbaustein hieß ja Daten. Ich drücke, tippe ein Daten, dann sehe ich meinen Datenbaustein und dann sehe ich auch schon hier, klar, das Beinchen ist real, er schlägt mir alle Real-Variablen vor. Das ist jetzt nur eine,
Das kann ich jetzt einfach kopieren hier und verwende das einfach genauso weiter, wie ich vorher mit den Merkern gearbeitet habe. Ja, konvertieren int, kopieren den hier hin und sagen hier und nochmal für unsere boolsche Variable, dass wir es auch gesehen haben. Zack. So, ja. Damit das Ganze auch komplett ist, die Variable benutzen wir hier noch. Okay, also das ist so der riesige Vorteil davon. Also es bietet wirklich nur Vorteile. Es macht das Ganze deutlich einfacher zum Arbeiten. Ihr kriegt damit entsprechend kürzere, schnellere Programme hin. Also sehr, sehr empfehlenswert das Ganze. Warum ich jetzt so spät erst darauf zu sprechen komme, es ist halt auch wichtig, auch noch zu wissen, was Merker sind und wie man damit arbeitet und vor allem, wie diese Merkerstrukturen aufgebaut sind. Weil es gibt natürlich auch noch genug alte Anlagen und da mit alten Programmen und die muss man ja auch noch irgendwie verstehen können. Ne? Also das sind Basics, die immer noch dazu gehören, die man jeder kennen muss, einfach. Es bringt nichts, sich einfach hier nur noch auf diese symbolische Adressierung zu verlassen. Ja, das Ganze hat aber auch tatsächlich bei der symbolischen Adressierung jetzt einen Nachteil. Weil vorher war es ja so, dass ich hier bei meinem Merker Doppelwort 12 tatsächlich ja genau wusste, welche Bits da jetzt drin stecken. Ich wusste, dass es halt wie gesagt 12, 13, 14, 15 ist und ich kenne damit also jedes einzelne Bit von meiner Real Variable oder auch bei meinem Int, also von den 16 Bits, die da verwendet werden. Ich könnte mir jedes einzelne Bit wirklich hier einfach hinschreiben, indem ich sage, wenn das hier Merkerwort 16 war, schreibe ich hier 16.0 bis 7 hin und 17.0 bis 7 hin alle Merker einfach drin. Dann sehe ich, wie jedes einzelne Bit hier drin dargestellt wird. Also ich kann auf jedes Bit zugreifen. Das geht jetzt bei der symbolischen Adressierung hier bei int zum Beispiel bei dieser Variable nicht mehr, weil ich keine Ahnung habe, wo es gespeichert ist. Das kann ärgerlich sein, weil wenn ich jetzt sage, hey, ich brauche das Ganze eh nur, um eine Zahl darin zu speichern, mich interessiert doch nicht, wie jedes Bit da drin gesetzt ist, dann ist das so. Aber es gibt ja durchaus Möglichkeiten, dass man sagt, man nutzt halt zum Beispiel ein Wort oder ein Byte, um halt 8 Bits insgesamt zu umfassen und dann hat jedes Bit eine eigene Aufgabe. Ja, jedes Bit, weil bei irgendeiner Datenübertragung, da hat jedes Bit steht für irgendeine Funktion und ich will jetzt diese einzelnen Bits beschreiben und da gibt es dann natürlich auch jetzt in der symbolischen Adressierung diesen Zugriff, diesen Bit-Zugriff nennt man das, oder besser gesagt, das nennt man dann in diesem Fall Slice-Zugriff, ne? Das ist dann dieser Slice-Befehl. Das kann man uns dann einmal ganz kurz anschauen, wie nämlich da die Schreibweise ist. Wir nehmen nämlich jetzt hier oben die Schreibweise von diesem Int, also das ist jetzt ja Datentyp Int, das heißt also 16-Bit. Wir wollen jetzt einfach mal gucken, was passiert, wenn wir darauf zugreifen. Wir schreiben jetzt hier Daten und da sieht man auch schon so ein bisschen das Problem. Ich habe jetzt hier nur eine Zuweisung. Da ist nur boolsche Variable, da kann ich jetzt damit nicht schreiben. Also kopiere ich mir das Ganze einmal. Ich will aber wirklich nur ein Bit angucken. Dann meckert der auch schon. Dann schreibe ich jetzt hier hinten, wirklich hinten, Punkt hinter, x. X steht dann jetzt entsprechend für den Bit-Zugriff. Dann kann ich auf ein einzelnes Bit gucken und sage jetzt hier 0. Jetzt kann ich mir hier das nullte, also das erste Bit angucken. So kann ich das Ganze auch weitermachen. Ich kann jetzt sagen, hier zum Beispiel Bit 14. Ja, oder halt Bit 15, das ist ja dann das letzte Bit, ne? 16 Stück von 0 bis 15 gezählt, wenn ich jetzt 16 eingebe, dann meckert er. Das gibt es halt in diesem Bereich natürlich nicht, aber ich kann mir dann tatsächlich hier jedes Bit angucken, das geht. Das Ganze geht auch dann, ich habe jetzt ja hier 2 Byte, ich kann mir auch die Bytes angucken, einzeln. Ich nehme mal diesen Move-Baustein, probiere das mal mit dem Byte. Da habe ich die Schreibweise nicht x, sondern... Lasst mich das jetzt bitte nicht falsch machen. Ich meine B. Byte 0. Ja, Byte 0. Und zum Beispiel, ich mache das nochmal. Byte 1. So, das ist dann das nullte Byte, also das erste Byte und das zweite Byte. Ein drittes Byte gibt es ja nicht. Das will ich auch nochmal kurz zeigen, wenn ich hier B3 schreibe. Geht nicht. Passt nicht. Okay. Dasselbe geht natürlich auch dann, die nächste größere Schreibweise ist dann, also x ist boolsch, b ist byte und w ist dann das Wort. Ne? Also wenn ich hier oben zum Beispiel eine Real-Variable habe oder Double Int, ne, was ja entsprechend 32 Bits sind, also 4 Bytes oder 2 Wörter, dann kann ich mir hier auch mit diesem Slice-Zugriff auch die beiden Wörter angucken, separat. Also ihr habt da durchaus die Möglichkeiten, auch hier in dieser Schreibweise auch auf die einzelnen Bits zuzugreifen.
Ist, wie gesagt, manchmal ganz hilfreich. Wenn man aber sagt, ich will damit nur Zahlen speichern, dann braucht ihr das nicht. Okay, eine Sache kommt jetzt noch dazu, und zwar, das ist jetzt ja hier die ja, symbolische Adressierung, die wir gesehen haben. Also da nochmal drauf achten, symbolisch, global, das habe ich selber durcheinander gebracht, nochmal symbolische Adressierung und absolute Adressierung, das ist das symbolisch. Also ich kenne den eigentlichen Speicherbereich nicht mehr. Die absolute Adressierung ist dann zum Beispiel Merkur Doppelwort 12 und Merkur 0.0. Das ist dann ganz festgelegter Speicherbereich. Da weiß ich ganz genau, welche Bits und Bytes entsprechend dazugehören. Und dann die Begriffe lokal und global. Ja, das hier ist ein globaler Datenbaustein. Meine Merkur selber hier sind auch, oder meine einen Ausgänge hier in diesem Fall, oder hier mein Merkur 333, das sind globale Variablen, wie jetzt auch die Variablen, die ich hier in einem globalen Datenbaustein angelegt habe. Während hingegen lokale Variablen sind diese hier, diese Instanz-DBs, die dann auch wirklich nur zu dieser Funktion gehören. Also zum Beispiel das, was ich hier in meinem Zähler geschrieben habe, das sind jetzt hier von der Schreibweise her, deswegen ist auch hier dieses, früher hat man das Lattenzaun genannt, heute ist es Hashtag-Symbol davor, das ist dann die lokale Variable. Also da diese Begrifflichkeiten. Muss man da echt auseinanderhalten können und man darf das inhaltlich nicht irgendwie versuchen zueinander zu vermischen. Ich hoffe, ich konnte das jetzt hier so ein bisschen klar und deutlich auftrennen. Das war im Prinzip auch schon das ja, Wichtigste zu diesem doch sehr entscheidenden und wichtigen Thema auch, ne? Das sollte man jetzt auch einfach wissen und wie gesagt, behaltet es bei, gewöhnt es euch an, nicht mehr mit den Merkern zu arbeiten, nehmt für eure ganzen Sachen entsprechend, auch wenn ihr nur boolesche Variablen habt und ich weiß, dass ich keine Zahlen habe, nimmt trotzdem hier einen entsprechenden globalen Datenbaustein und legt dann nur boolesche Variablen an. Selbst das bringt schon euch Vorteile. Okay, ja, das war das zu dem Thema. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und nicht allzu sehr verwirrt. Aber ja, das muss einfach mal drüber gesprochen worden sein. Und ja, ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.